Hallöchen, im heutigen Call of Duty Cold War Video gebe ich euch Tipps und Tricks auf den Weg, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Die Kleinigkeiten können euch manchmal euer Leben retten oder euch Vorteile verschaffen. Und natürlich werden hier und da mal ein paar kleine geheime Tipps dabei, die ihr vielleicht noch gar nicht kanntet. Wenn ihr die doch kennt, gerne mal reinkommentieren. Aber natürlich ein paar Kleinigkeiten, wie ihr um die Ecke rutschen oder wie man da natürliche Dropshotten kann. Und ein paar Kleinigkeiten, wie ihr in der Hockey mal mehr Trefferkontrolle und macht weniger Lärm beim Laufen, werde ich heute hier nicht erwähnen. Weil darüber und über andere Themen habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Gerne abchecken, ich habe eine Menge hochgeladen im Bereich Anfänger-Tipps und Tricks und wie ihr die Waffen auf Gold bekommen könnt. Aber heute starten wir durch mit fortgeschrittenen Tipps, die nicht jeder kennt. Wenn es euch gefällt, gerne dranbleiben und natürlich, wir starten direkt durch mit dem ersten Punkt hier in Call of Duty Cold War. Und wir fangen direkt an mit der Kleinigkeit, ihr könnt nämlich nachprüfen, welche ideale Reichweite und welche Schadensmultiplikatoren eure Waffen besitzen. Dadurch habt ihr einen Vorteil, wenn ihr gerade Longshot-Medaillen machen wollt, für die Goldtarnung. Und natürlich findet ihr noch weitere Informationen hier in der Übersicht. Und wir machen direkt mal weiter hier mit den Waffenklassen, da werde ich andauernd gefragt, Mündungsfeuerdämpfer, welche Vorteile habe ich denn dadurch? Und warum nehme ich nicht hier direkt den Feuerdämpfer mit, der mich komplett auf die Karte abschirmt? Oder beim Körper, montiertes Licht? Dadurch wird die Erkennungsreichweite erhöht, aber ja, welche Bedeutung hat denn hier Erkennungsreichweite? Die Fragen kann ich euch relativ einfach hier beantworten. Auf einigen Karten wie Kartell oder Satellite könnt ihr nur schwer Gegner erkennen, manchmal werdet ihr auch an Gegner vorbeilaufen. Aber euer montiertes Licht kann die Gegner markieren, mit einem kleinen roten Punkt. Ähnlich wie bei einer Feldladung könnt ihr dann die Gegner dadurch leichter erkennen und eliminieren. Jo, Leute, achtet mal drauf, wenn ihr mit der Waffe feuert, werdet ihr auf der Karte markiert und eure Gegner können euch leichter finden. Aber mit Hilfe von einem Mündungsfeuerdämpfer werdet ihr nur für einen kurzen Moment auf der Karte markiert und im Nachhinein verschwindet ihr wieder. Und natürlich mit dem richtigen Schalldämpfer werdet ihr gar nicht mehr auf der Karte markiert und ihr bekommt keinen roten Punkt auf der Minikarte, wenn ihr feuert. Jo, eine Menge Leute werden jetzt gerade fragen, wofür brauche ich denn einen Kompensator oder wofür brauche ich denn hier den Mündungsfeuerdämpfer, wenn ich noch immer auf der Karte markiert werde? Ja, mein Geheimtipp wäre, verwendet eine DMR oder eine Triggerwaffe, denn dadurch werdet ihr nicht lange auf der Karte markiert. Und der Vorteil gegenüber Schalldämpfern, ihr habt natürlich noch immer eure Schadensreichweite und verringert euren Schaden nicht. Mein Tipp für Burstwaffen, verwendet hier SOCOM Eliminator, denn dadurch habt ihr mehr Trefferkontrolle und werdet nicht auf den Radar lange markiert. Und der nächste weitere Punkt wäre für Vollautomatikwaffen, verwendet da einen Kompensator oder natürlich einen Schalldämpfer, je nach Belieben. Natürlich findet ihr noch eine Menge Waffenklassen auf meinem Kanal und noch weitere Informationen über Attachments, aber wir machen weiter mit ein paar kleineren Tipps und Tricks und mit einem richtig überpowerten Perk. Mit der Fähigkeit Spionage habt ihr eine Menge Vorteile. Unter anderem könnt ihr an Minen vorbeilaufen, werdet nicht auf den Radar gestört, ihr werdet nicht durch Richtmikrofone markiert und ihr könnt auch hacken. Eine richtig coole Fähigkeit, denn damit habt ihr eine Menge Vorteile im Kampf. Gerne euer Perk mal probieren und gerne mal reinkommentieren, eure Meinung drüber. Noch ein Tipp mit der Panzerplatte. Ihr könnt die Panzerplatte überspringen, wenn ihr die Waffe wechselt und nachlädt. Noch ein weiterer kleiner Trick, den nicht jeder kennt. Ihr könnt hier in Call of Duty Cold War euren Artillerieschlag Stück für Stück aktivieren. Ihr könnt natürlich nur einen Schlag aktivieren, noch einen Moment abwarten und eventuell in ein paar Minuten noch einen Mörselschlag aktivieren, wie ihr wollt. Und dadurch habt ihr einen kleinen taktischen Vorteil, denn in Herrschaft wird nicht jeder damit rechnen. Ihr könnt die Flagge Stück für Stück verteidigen. Und ja, eine richtig coole Möglichkeit für Herrschaft und Stellung. Kleiner Haken, wenn er drauf geht, verliert ihr leider eure Ladungen. Natürlich habe ich noch einen weiteren geheimen Trick für euch hier auf Lager. Ihr könnt den Kampfflieger einfach deaktivieren. Der wird weiterhin für euch KI gesteuert. Bedeutet, ihr könnt weiterhin Leute töten mit dem Kampfflieger, ohne dass ihr einfach dafür drin bleiben müsst. Ihr könnt weiterkämpfen auf dem Boden und euer Flieger tötet jeden nicht durch kaltblütig geschützten Feind. Eine coole Möglichkeit, wenn ihr gerade weiterkämpfen wollt, in Call of Duty Cold War Multiplayer. Mit dem nächsten Trick könnt ihr eure Waffen schneller nachladen und ich glaube in Call of Duty Cold War kennt ihr hier schon den Trick. Nachladen abbrechen, Nachladen beschleunigen. Wenn ihr mal drauf achtet, wie lange eure Waffe beim Nachladen braucht. Total ärgerlich, weil manchmal geht man dadurch drauf. Aber mein Geheimtrick, wenn ihr im richtigen Moment sprinten oder Waffen wechseln drückt, könnt ihr Nachladen abbrechen. Achtet auf eure Muni, in dem Moment wo ihr eure Kugel nachgeladen habt, Waffe wechseln und fertig. Ich glaube den Trick kennt jeder, aber noch ein weiterer Geheimtrick, den nicht jeder kennt, der euch weiterhelfen könnte. Hört genau hin. Wenn eure Waffe leer wird, verändert sich der Waffensound ein klein wenig und die Waffe klickert mehr. Dadurch könnt ihr auch in Hardcore mitbekommen, hey, ich habe keine Kugeln mehr. Wenn ihr noch mehr Kugeln übrig habt und ihr die Waffe nicht leer ballert, könnt ihr auch schneller nachladen. Kleiner Geheimtrick, den auch nicht jeder kennt. Und ja, wenn ihr keine Muni mehr habt, einfach Munikisten verwenden und Muni nachfüllen. Natürlich, das war's eigentlich hier mit meinem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne hier den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren für weiteren Call of Duty Cold War Content. Gerne auch mal reinkommentieren, welche Tricks kanntet ihr schon und welche noch nicht. Natürlich, wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich habe noch eine Menge andere Sachen hochgeladen auf meinem Kanal. Und natürlich, die Tage bin ich wieder live für euch. Und an der Stelle, meine Freunde, wünsche ich noch einen schönen Tag. Haut rein und goodbye.